Hey ho, meine Lieben. Es ist Samstag früh, 10:30. Ja, was mache ich jetzt? Ich schnapp mir meinen Besuch. Wir fahren nach Augsburg in die Metro und da gehen wir erstmal shoppen. Was wir machen, was ich mir da alles einkaufe, naja, das schauen wir dann später zusammen an, wenn wir wieder da sind. Bis gleich. So, Freunde, wieder zu Hause und bevor ich jetzt mit dem normalen Video loslege, schauen wir mal, was ich in der Metro geshoppt habe. Und jawohl, hier haben wir schöne Kalbsribs, 2 Stück und ja, 835 Gramm, 755 Gramm, das war bei 11 Euro. Dann habe ich hier aus der Region Schweinerips, Kotelettrippen. Ja, schauen wir mal, wie viel wir da machen, ob ich alle mache oder nur einen Teil. Das weiß ich noch nicht. Und zu guter Letzt habe ich mir noch Iberico Schweinefilet mitgenommen, 2 Stück. Ja, die waren etwas teurer, aber alles noch im Rahmen. Was machen wir heute also? Schweineribs und Kalbsribs. Ja, und jetzt können wir mit dem normalen Video weitermachen. Hey ho, zum Schweineribs und Kalbsribs Video. Wie es genau heißt, habt ihr in der Überschrift gelesen. Und wer ist bei mir zu Besuch heute da? Sascha. Und der hat mir Arbeit mitgebracht. Hallo. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. Rüber, die sehen dich noch nicht. Also, da denkt man aber gar nicht dran, dass man einen Haufen Arbeit mitbringt, weil ich wieder so eine Pflanze. Wein, Weintraube. Was ist das für eine Weintraube? Ja, die ist von der Krümmer mal raufgeschmuggelt worden. Vor, weiß ich, 20 Jahre. Also, selber die gezogen, ja, selber gezogener Ableger. Ableger, genau. Geile Sache. Habe ich gestern noch mit Schatzi abgeklärt und jetzt gibt es richtig Arbeit für mich, beziehungsweise am Montag für einen Kollegen, der darf hinter der Krikota endlich die Wand streichen und dann werde ich unten ein schönes Loch buddeln, werde ich das mit Erde auffüllen, werde die Weintraube da einbuddeln und ja, an die Wand dann ein kleines Klettergerüst hinspaxen, ja, das vielleicht mit der Zeit dann wächst. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und bereiten schon mal die Ribs vor. Jetzt muss ich kurz noch mal schauen, was ich Gewürze nehme. Einmal Grunz und einmal Mu. Passt doch. Wunderbar. Die nehmen wir heute für die Ribs. Das Mu habe ich eh noch nicht probiert. Dann passt es auch. Und Attacke. Was ist eigentlich das Besondere heute an dem Video? Ribs, klar, haben wir schon zigmal gehabt, aber ist immer wieder nett und lustig. Nein, das Besondere heute sind die Kalbsribs. Also, ich habe noch nie welche gehabt. Und, naja, schauen wir mal. Muss man die unten auch erst einmal die Haut rausmachen. Ja, sieht fast so aus. Das ist halt immer das größte Gepopel. Mal geht's gut, mal geht's gar nicht, mal reißt's ein. Naja, also das war jetzt wieder mal der volle Vorführeffekt. Leute, ich tue hier die Silberhaut entfernen, tue von den Schweinerippel die Silberhaut entfernen. Ja, und dann wird's mal ganz einfach. Leute, ich traue es mir jetzt fast gar nicht zu sagen. Die zwei habe ich die Haut runter gemacht. Irgendwie ist dann nochmal so eine Schicht Haut, dann habe ich die eingeschnitten, dann ruft der Sascha aus dem Hintergrund, schneid doch die Schweinerippe auch einfach ein. Ja, habe ich auch einfach gemacht, die haben wir auch einfach nur eingeschnitten, funktioniert auch, spart man sich einen Haufen Arbeit und naja, egal, funktioniert. Und jetzt tun wir unsere Ripple alle hier rein und tun sie würzen. Tja, und jetzt habe ich schon wieder süffig.
Also am besten bloß mit einer Hand arbeiten, damit man die andere Hand fürs Gewürz übrig hat. Dann funktioniert es hervorragend. So. Die Mu machen wir auch gleich auf. Brauchen wir ja auch gleich. Und jetzt machen wir erstmal einen auf Grunz. Ob und wie die später vielleicht noch gemobbt werden, Leute, keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt heute noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich gehe das heute mal wieder richtig tiefenentspannt an, ohne Stress, ohne alles. Angezielt ist eine verkürzte 3-2-1 Methode. Mit verkürzt meine ich, dass ich einfach, boah, jetzt hat mich das Postauto geblendet. Ich weiß nicht, ob man gerade hier das im Video auch gesehen hat. Also mit verkürzt meine ich, dass man ja von den 3 Stunden vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde wegnehmen, je nachdem wie das Fleisch aussieht, dass wir einfach ein bisschen früher nachher fertig sind. Ja. Gut. Das wären die Schweinerippel. Und dann kommt noch das Mu dran. Das wird man jetzt auch einfach mit hier drin. Also wie gesagt, ich bin da heute relativ schmerzfrei wieder mal. Bin ich doch eigentlich meistens. Oder Sascha? So. Ja, passt einem frei. Vor allem sind sie fleischig. Gefällt dir das, wie ich das mache? Das man jetzt schon, ja. Dann ist ja gut. Oh Gott. Haben wir wieder ein paar Verrückte draußen? Haben sich wieder welche gefunden? So. Auf alle Fälle hier ein bisschen einreiben, damit es durch die Schnittkanten durchgeht. Also Rinderribs habe ich ja auch schon gehabt, aber wie gesagt noch keine vom Kalb. So. Das soll uns schon ausreichen an Gewürz. Freunde, das stelle ich jetzt noch kurz in die Kühlung und dann sehen wir uns draußen, wenn ich den Grill auf ja, ca. 120 Grad eingeregelt habe. Ja, und dann kommen die Ribs alle drauf. Hergerichtet habe ich mir den Grill schon soweit, unten unter Wasserschale. Hinten die Kohlen wild aufgeschichtet, auf der Seite wird wieder anzündet, also so einen halben Minionring, sage ich jetzt einmal. Und hier kommen nachher zum Räuchern Mesquite Pellets drüber, schmeckt mir sehr gut. Und ja, wie gesagt, rein theoretisch ist es die 3-2-1 Methode. Ja, und wir werden halt eventuell ein bisschen von der Zeit abkürzen. Gut, jetzt müssen wir bloß noch warten, bis die Kohlen angefeuert sind. Dann können wir die da drüben reinkippen. Dann können wir gleich die Pellets drüber tun und Gitter drauf, Ribhalter drauf. Und dann können wir auch eigentlich sofort die Ribs draufstellen und dann schön gemütlich den Grill einregeln. Jo, das reicht völlig. Schmeißen wir uns hier mal am Rand unsere glühenden Kohlen hin. Und dann wird sich das schön durchfressen, die Glut. Ja gut, der ganze Anfang glüht ja jetzt dann sozusagen schon. Ganz durch müssen wir die Pellets gar nicht streuen. Das reicht ungefähr bis hierher, weil das Fleisch nimmt ja eh bloß die erste Zeit den Rauchgeschmack an. Und da räuchern wir halt heftig.
oder auch sehr heftig. Ja, man kann die Pellets vorher auch ein bisschen wässern. Ist alles kein Problem. Kann man machen, wie man lustig ist. Ups. Dann kommt das Gitterle drauf. Unsere Ripphalter. Eigentlich müsste ja einer reichen. Schauen wir mal. Ja, das kriegen wir hin. Da spielen wir uns doch gar nicht so lang ab. Tja. Und jetzt heißt normalerweise, die muss ich jetzt hier rüber, damit ich mich auch nach der Temperatur orientieren kann. Weil wenn ich jetzt das Thermometer hinten hindrehe, zeigt es mir direkt die Temperatur über der Glut an. Aber wir wollen es ja im vorderen Bereich haben. Und jetzt gucke ich, dass ich den auf ca. 120 Grad einregel. Und normalerweise heißt es jetzt 3 Stunden im Rauch. Also im Rauch heißt es halt jetzt am Anfang. Und lassen wir sie einfach mal vor sich hin smoken. Leute, es duftet, es riecht. Eine halbe Stunde mittlerweile. Wir sind hier exakt bei 100 Grad. Und ey, wir gucken jetzt einfach mal schnell rein. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Geil. Also ich freue mich schon drauf. Oh, schaut euch den Sascha an. Riecht sowas von super. Wahnsinn. Oh, ein Traum. Dann würde ich sagen, leiten wir die Dämpfphase ein. Rips kommen hier rein, werden abgedeckt und oh mein Gott, Alufolie. Leute, bevor hier jemand heult, ich tue noch Backpapier drüber und dann die Alufolie, damit mir hier auf dem Kanal ja kein Geheule ist. Dämpfen tue ich das mit dem Apfel, mit der Apfelkirschrolle, die tue ich jetzt opfern und ja, genau, man kann auch Cola nehmen oder was man möchte, aber jetzt. Sind das nicht Prachtexemplare? Sehr geil. Gut, Deckel kann dabei offen bleiben. Die Kohlen müssen ja noch ein bisschen aufglühen. Dämpfphase ist etwas wärmer. Holen wir sie runter. Der halbe Liter müsste eigentlich ausreichen. So, und dann packen wir das richtig schön ein. Man könnte jetzt auch eine zweite Schale oben drüber heften. Sprich, noch so eine zweite Schale einfach drauflegen, mit Klammern festmachen, aber ne. Tja, gehen wir wieder rüber. Huhu, da drüben flacht es gerade sauber auf. Deckel drauf, Lüftung komplett auf und 2 Stunden. So Freunde, exakt 2 Stunden später, also die Dämpfphase wirklich einbehalten, eingehalten, nicht einbehalten. Machen wir unten noch ganz kurz zu, damit es jetzt nicht zu sehr aufflammt, weil wir wollen ja jetzt wieder mit der Temperatur ein bisschen runterkommen. Waren bei knapp 180, 200 Grad. So,
das erste Mal hier rüberstellen und dann hole ich euch mit der Cam auch gleich noch darüber. So, dann machen wir das Ganze hier mal auf. Und es hat keiner rumholen müssen, wechseln Aluminium direkt auf dem Essen. Gott sei Dank. Ja, ja, da heulen es doch gerade alle immer rum. Ja, aber das ist auch widerlich, wenn das an dem Tisch festklebt. Sehen die geil aus. Wie kriege ich die jetzt heil darüber? Also die kommen jetzt noch mal drauf. Hoffentlich kriege ich die alle überhaupt so drauf. Tja, zur Not müssen wir stapeln. Und ihr seht, die ganze Flüssigkeit ist noch unten drin. Klar, geschlossenes System. So, aber irgendwie geht alles, wenn man nur will. Und dann gehen wir wieder rüber. Ahornsirup. Und so sieht es jetzt auf dem Grill aus. Wir tun die jetzt einfach nochmal mit dem Ahornsirup glasieren. Fürs Glanzerl. Und dann schauen wir, dass wir den Deckel auch gleich wieder zukriegen. Bevor uns das wirklich noch zu sehr aufflammt. Ja, hier habe ich jetzt platzbedingt ein klitzekleines Problem. Aber das geht schon. Ja, Freunde, und wenn die nachher nicht hundertprozentig voll auf the bone sind, ist mir das nur recht. So, und in 20 Minuten schauen wir da jetzt nochmal rein und dann entscheiden wir, ob wir nochmal drüber gehen. Deckel zu, hier ziemlich weit zureguliert. Und müssen wir wieder aufmachen. Sonst gibt es kalte Kohlen. Ja, fertig grillen. 20 Minuten später. Juhu! Und wieder voll die Hitze in die Gosche kriegt. Ja, lackieren wir noch einmal kurz drüber. So, das habe ich jetzt schon heraus und das hauen wir jetzt auch noch mit drauf. So, und dann drehen wir uns ganz schnell um mit der Cam, den Deckel zu und gucken, was Schatzi da fabriziert. Ui, was wird das? Kartoffeln. Boah, eh. Juhu, Leute, ich würde mal sagen, wir sind fertig. Und dann gucke ich ja mal, ob ich das unfallfrei da drüben auf mein Blechtablett kriege. Ja, ich glaube, und jetzt wird es kriminell auf meinem Tablett. Ne, Leute, ich muss noch eins holen. Sehen die gut aus? Leute, schaut euch das an. Einmal die Kalbsribs und einmal die Schweindal Spare Ribs. Geile Sache. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Das wäre das Kalb und also ja doch, man kann schon fast rausziehen, aber noch nicht ganz. Wie sieht es mit dem Schweinderl aus? Machen wir jetzt auch bloß so ein Ripperle. Ja, also ja, sau gut. Noch ein bisschen was von den Rosmarinkartoffeln ohne Rosmarin. Jawohl. Schatz, was ist da passiert? Wo ist der Rosmarin? Den hast du mir nicht vorgebracht. Ach so, ich hab dir kein Rosmarin geholt. Mhm. Okay, ich bin schuld. Und jetzt erst einmal noch von dem Kalb. Mhm.
Mhm. Also Kalbsrib ist geil. Definitiv. Und von der Würze her sehr geil. Das Mu vom Klaus. Mhm. Das Schweinerl auch sehr lecker. Naja. Und Kartoffeln. Einen Ticken Rosmarin hätten sie vertragen können. Hoffentlich werde ich jetzt nicht kauen. Nein, die sind auch lecker ohne Rosmarin. Salz, Pfeffer und Paprika, glaube ich, sind drin, oder? Ein paar Zwiebelchen und... Auch gut, einmal frei. Das ist bloß nicht so heiß schwer. Fazit nach dem Essen. Leute, was ich vorher hier gerade übersehen hatte, Schatzi hat ja noch so einen Kräuter-Quark-Dip mit Kräutern aus dem Garten gemacht. Da schmecken die Kartoffeln ja noch tausendmal besser. Mhm. Leute, ich fange jetzt mal mit dem Fazit an. Gegenüber wird immer noch geschmatzt und gekaut. Ich bin mittlerweile voll, ich kann nicht mehr. Was soll ich sagen? Die Rippchen, so wie wir sie heute gemacht haben, oder wie ich sie gemacht habe, waren hervorragend, wirklich absolut lecker. Das Mu und das Oink oder Grunz hat es, glaube ich, geheißen, vom Klaus, passt hervorragend für Rippchen. Kann ich klar empfehlen. Hinterher noch der Ahornsirup. Ahornsirup. Habe ich komisch gesagt, gell? Mhm. Kommt vor. Der war wirklich noch das i-Tüpfelchen. Diese Süße noch von dem Ahornsirup, einfach hervorragend. Also richtig, richtig geil. Ja, was waren an Kräutern alles in deinem Dip drin? Mhm. Kau, kau, kau. Knoblauch. Mhm. Thymian, Basilikum, Petersilie und die. Ah ja, okay. Und das einfach ein bisschen Salz wahrscheinlich und Pfeffer. Salz und Pfeffer und Spritz Zitrone und eine Prise Salz. Prise und das Ganze in einem griechischen Joghurt reingerührt. Mhm. Hervorragend. Kann man machen, sollte man auch machen. Als Beilage sehr gut und zu empfehlen. Tja Leute, dann noch was zu dem Gewinnspiel, zu den Gewinnern. Wer bis jetzt noch kein Paket bekommen hat, nicht wundern, die sind nicht verloren gegangen. Die sind noch nicht einmal unterwegs. Ich war, ja, 2,5 Tage außer Gefecht die Woche, Nackenwirbel draußen. Und ja, ich bin einfach noch nicht zum Einpacken gekommen. Aber keine Angst, die Sachen kommen alle noch. Genau. Okay, das war's. Muss die bloß loswerden, weil ihr hockt zwar, ja, wahrscheinlich auf Kohlen und wartet drauf. Ja, okay, ihr wisst Bescheid. Alles wird noch versendet und wir sehen uns im nächsten Video. Ganz einfach. Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal. Genau. Sascha, war's gut? Oh, traumhaft. Ich hab beschlossen, dass ich daheim auch wieder Rippen mache. Aber da muss ich erst beim Klaus stellen. Also, Tschaikowski. Support ist kein Wort. Genau.